Hallo! Heute gibt es 5 Gründe, warum du mit dem Zeichnen anfangen solltest. Passend zum Video, warum man kein Talent braucht, um zeichnen zu können bzw. damit anzufangen. Nummer 1, es macht Spaß. Es kann so banal sein, es macht einfach Spaß. Und wie eben in diesem Video davor auch schon erwähnt, es können auch Strichmännchen sein. Ich denke da an Strich und Freitag. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, er hat mal selber von sich irgendwie gesagt, dass er nicht so der Pro ist. Kann das sein? Oder nicht, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle. Aber ich meine, er hat es mal erwähnt gehabt und die Leute, einschließlich mir, lieben ihn. Und warum auch nicht? Also, ihr könnt euch mal die Zeichnungen anschauen von Krieg und Freitag. Ihr werdet sehen, es ist ein Strichmännchen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Werbung ist. Ist es auf jeden Fall selbst gekauft und nicht gesponsert. Hier, ich gebe auf. Wunderbarer Typ. Ist ein Strichmännchen und es geht natürlich dann um den Kontext dahinter, die Idee dahinter. Musste ich übrigens sehr bitter feststellen. Bei all den Comics, die ich sehr, sehr heiß und innig geliebt habe und gesuchtet habe, die ich ganz toll fand, dachte ich immer, es liegt eben auch an dieser Zeichnung selber und dass der Inhalt als solcher gar nicht so wichtig ist, bis ich irgendwann mal in meinem Erwachsenendasein festgestellt habe, die Idee dahinter ist der Schlüssel, die Zeichnung selber ist gar nicht so wichtig. Also, wie ihr seht, es muss nicht super duper perfekt sein, einfach anfangen, loslegen und es dürfen Strichmännchen sein. So, und falls du an Ideenlosigkeit dann und wann leidest, du kannst dich bei mir auf der Website, ich verlinke es auch unten in der Infobox, kannst du ein Newsletter abonnieren mit den Sketch-A-Day-Begriffen. Da kriegst du dann einmal im Monat die Liste zugeschickt per E-Mail und kannst anhand dieser Liste loszeichnen. Alles, was du möchtest. Also ich verlinke es unten. Kostet nichts, kriegst auch nicht irgendwie noch Werbung dazu oder sonst irgendwas. Das ist nur allein diese Liste einmal im Monat, die man per E-Mail erhält. Nummer 2 finde ich gar nicht mal so unwichtig. Und zwar, wenn du mit Zeichnen anfängst oder malen, dann ist es eine Art der Unterhaltung oder der Selbstbeschäftigung, die eben unabhängig ist von anderen Leuten oder Medien und anderen Rahmenbedingungen. Also ich bin nicht darauf angewiesen, dass mein Strom funktioniert. Ich will jetzt nicht auf so Blackout-Geschichten eingehen. Ich kann halt sowohl zu Hause mit einem Hörbuch nebenher oder auch ohne, aber ich kann mich zu Hause damit beschäftigen. Ich kann das Ding aber auch genauso gut, also ein Ding im Sinne von, ich kann meinen Stift und mein Skizzenbuch auch einfach einpacken, in die Stadt gehen, raus in die Natur gehen, mich dahin hocken, die Welt um mich beobachten und zeichnen. Also ich bin super flexibel. Alles, was ich brauche für traditionelles Zeichnen, ist einfach nur ein Stift und ein Papier. Und gerade auch so ein kleines A6-Format, das kann man wunderbar in der Tasche dabei haben. Beziehungsweise für die Leute unter euch, die ein iPad haben und andere Tablet-Formate, das kann man sich genauso gut und dann Arm klemmen und drauf zeichnen. Ist man dann allerdings wieder stromabhängig, aber geht auch. Nummer 3, Konsumverhaltensänderung, Verschiebung. Was meine ich damit? Ich hole ein bisschen aus. Es tut mir leid, ich kann ganz schlecht auf den Punkt kommen. Ich muss immer viel zu lange um den Brei rumreden. Also, Konsumverschiebung. Damit meine ich, ich habe bei mir selber festgestellt, dass es für mich einen sehr, sehr großen Unterschied macht, wie sich ein Tag anfühlt und wie sich auch so ein Tag gestaltet, wie ich ihn wahrnehme. Dass es davon abhängig ist, wie ich den Abend zuvor verbringe und abschließe. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr esoterisch. Es tut mir leid. Aber doch, ich würde sagen, es ist so. Also für mich persönlich ist es tatsächlich so. Und natürlich hocke ich auch abends super gern mal vor
den Fernseher, also vom Laptop in dem Fall, und lass Netflix laufen oder irgendwas anderes, irgendwelche Serien, auch Beate und so. Und das ist auch mal schön. Ich mache das auch mal den ganzen Tag, finde ich super. Aber wenn das so eine Sache wird, die man nur macht, weil man es aus Gewohnheit tut, dann gibt es einen kritischen Moment. Und das kann auch sein, dass es mich im Allgemeinen sehr, sehr unzufrieden macht und ich dadurch auch so müde und träge werde im Allgemeinen. Und deswegen, wenn ich abends mich hinsetze und noch ein bisschen was zeichne, dazu kann man ja auch ein Hörbuch hören, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen Unterhaltung haben möchte oder irgendwelche Sachbücher zum Beispiel höre ich auch super gern nebenher. Ich bin nicht so der Roman-Fan. Oder einfach auch nur Musik dazu hören, ist ja auch schön. Dann kriegt so ein Abend, kriegt einen anderen Charakter dadurch, als wenn ich auf dem Sofa liegen würde und in so einer Passivität einfach nur mich beschallen lasse. Und das überträgt sich auf den nächsten Tag, finde ich. Ihr könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob der ein oder andere sowas, was ich auch schon mal beobachtet hat. Oder was ich natürlich noch viel cooler finde, ist, wenn ihr das mal ausprobieren würdet und mir dann vielleicht auch schreibt, gerne auch bei Instagram, wie es euch damit so geht und ob das bei euch auch irgendwie einen Unterschied macht oder ob das völlig schnurzegal ist. Also, Konsumverschiebung. Es muss nicht immer nach Hause kommen von der Arbeit. Klar, man ist total müde, das verstehe ich auch schon, aber es ist so wie mit dem Sport machen auch, wenn man sich einmal aufgerafft hat und es trotzdem gemacht hat, dann fühlt es sich immer gut an und man ist hinterher immer froh darüber, sich dafür entschieden zu haben. Nummer 4 habe ich mir die Achtsamkeit notiert. Das schließt sich ja sozusagen mit dem Vorpunkt ein bisschen an. Aber da geht es ja nochmal darum, was ist so außenrum, wie gesagt, durch diese Konsumverschiebungssache. Und in dem Fall würde ich das nochmal gern separat aufgreifen, weil in dem Moment, wo ich mich hinsetze und anfange zu zeichnen, kann eine gewisse Ruhe einkehren, muss nicht unbedingt, aber in der Tendenz ist es ja schon so, dass ich dann alleine sein kann mit meinen Gedanken. Also es ist was anderes, wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden treffen würde oder ich mir ein Krimi anschaue oder sowas in der Richtung oder auch vielleicht ein Buch lese, da bin ich ja beschäftigt mit einer Unterhaltungsweise. Und wenn ich mich aber hinsetze und zeichne, es kann durchaus einen Zugang auch dazu legen, zu beobachten, was kommen mir eigentlich so für Gedanken hoch? Wie geht's mir überhaupt? Und was passiert in meinem Kopf? Und das Ding ist nämlich auch, dass es im Normalfall, also meiner Erfahrung nach, im Regelfall ist es so, dass man sehr, sehr kritisch ist mit dem, was man macht. Super kritisch. Je nachdem, wenn du ein totaler Perfektionist bist, dann ist es absolut kritisch, was da für Gedanken hochkommen. Andere, die da nicht so ganz so veranlagt sind, da wird da nicht so die Lautstärke hochgehen. Als Achtsamkeitsübung kann man das auch mal probieren und über diese Art und Weise ans Zeichnen rangehen, um einfach mal zu schauen, was kommt da eigentlich an Gedankenkram in mir hoch. Und ich finde es auch super spannend zu beobachten, was da für Ideen, also Ideen im Sinne von Gedanken, was da in einem hochkommt. Das sind teilweise die absurdesten Gedanken dabei. Und Nummer 5, Neues kennenlernen. Das kann nämlich sein, dass man überhaupt lernt. Und lernt impliziert ja, dass ich irgendwas Neues kennenlerne. Ich schaue mir an, wie andere zeichnen. Und kann das auf mich wirken lassen, ob mir es gefällt oder nicht, oder dass ich mich einfach mal damit beschäftige. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel einen Zeichenkurs besuchst
und dadurch eben auch Leute kennenlernst, die ein ähnliches Hobby haben, beziehungsweise in dem Fall ein gleiches Hobby haben wie du. Zum Beispiel Urban Sketching. Was ich beobachte in den Kursen, ist ja durchaus auch das Verlangen danach, sich einfach auch mal so zu treffen, irgendwo zum Zeichnen. Und viele haben da scheinbar Mühen, Gleichgesinnte zu treffen. Und du kannst ja mal schauen, wenn du dich für Urban Sketching interessierst, ob es in deiner Gegend so Gruppen gibt, weil in gewissen Städten gibt es das nämlich. Also hier in Mannheim gibt es das, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer das ist, der das organisiert, aber ich kann ja mal die Instagram-Seite verlinken in der Infobox. Und also das in dem Fall kostet das halt nichts. Ich glaube, die treffen sich einmal im Monat. Und wenn man den Hashtag USK und dann den Stadtnamen eingibt, dann findet man meistens relativ schnell eben so eine Gruppe. Und das kann ja schön sein. Man öffnet sich sozusagen der Welt, nur weil man angefangen hat zu zeichnen. Also, es gibt keinen Grund, nicht zu zeichnen, wie ich finde. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Denk daran, dir so ein kleines A6-Heftlein zu besorgen. Da bist du immer gewappnet. Ein Stift natürlich auch. Dann hast du das immer dabei und kannst jederzeit zeichnen. In jeder Phase deines Lebens. Tschüssi, bis bald.